Roger Federer hat in Dubai den 100. ATP-Titel seiner Karriere gewonnen. Er besiegte am Samstag den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 2x6:4 bei den Dubai Duty Free Tennis Championships. Der 20-fache Grand Slam-Champion Federer ist damit der zweite Tennisspieler überhaupt, der 100 Titel für sich beanspruchen konnte. Nur der Amerikaner Jimmy Connors hat ihm 9 Titel voraus.